Hallo, ich bin Jan Fitschen, Profiläufer, Buchautor und Keynote-Speaker. Und das hier ist meine allererste Medaille, denn ich habe beim AOK Trimtrap, das ist ein Trimtaler, mit dem Laufen angefangen. Und das hier ist meine schönste Medaille, denn da bin ich 2006 Europameister über 10.000 Meter geworden. Apropos Laufen. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, ja, bei den ganzen Läuferinnen und Läufern, ob du das nicht auch irgendwie hinkriegen könntest. Vielleicht hast du sogar schon mal versucht, mit dem Laufen anzufangen, ist aber aus irgendwelchen Gründen wieder aufgegeben. Wenn das so ist, wenn du wieder einsteigen möchtest in den Laufsport, wenn du überhaupt erstmal mit dem Laufen anfangen möchtest, dann empfehle ich dir, entweder hier direkt durchzustarten oder vielleicht zunächst sogar noch unser kürzeres Video zum Laufeinstieg anzuschauen. Beim Laufeinstieg ist es wichtig, dass du wirklich, wirklich langsam läufst. Natürlich, wenn du mit dem Laufen anfängst, schaust du erstmal, was machen andere. Die laufen aber schon länger und demzufolge meist auch schneller, als das für dich gut ist. Deswegen zwing dich, ganz langsam zu laufen. Und wenn es dann darum geht, sich zu überlegen, hey, wie steigere ich denn jetzt Geschwindigkeit und Laufumfang, dann ist es immer eine gute Idee, wenn du wirklich dir einen Plan besorgst, nach Plan trainierst. Beim Thema Warm-up gehen die Meinungen extrem auseinander. Ich glaube, dass man als Läufer normalerweise kein spezielles Warm-up braucht. Es reicht, wenn man sich wirklich dazu zwingt, ganz, ganz langsam loszulaufen und dadurch entsprechend den Körper vorzubereiten auf diesen Trainingsreiz. Funktioniert wunderbar. Wer möchte und lange gesessen hat, zum Beispiel vorm Lauftraining, kann natürlich zum Beispiel durchs Schulterkreisen nochmal den Rücken etwas entspannen, ja, die Schultern locker bekommen, durch spezielle Übungen auch für die Füße lockern. Geht alles, gibt es in verschiedenen Varianten, ist aber aus meiner Sicht, wie gesagt, nicht unbedingt notwendig. Erste Woche, ja klar, du kannst schon zweimal laufen gehen. Aber vielleicht sind es zweimal 5 Minuten oder zweimal 10 Minuten und zwischendurch eben 2-3 Tage Pause. Und dann guckst du einfach, hey, wie sind deine Grundvoraussetzungen, was für ein Talent hast du vielleicht zum Laufen? Der eine hat jahrelang Fußball gespielt, der nächste hat irgendwie nie irgendwas trainiert. Das heißt, guck erstmal mit so einem kleinen Test, ganz, ganz langsam laufen, wie weit du überhaupt kommst. Und dann machst du davon abhängig, wie schnell du eben auch steigerst in deinem Programm. Beim Laufeinstieg testest du am besten erstmal, wie fit du überhaupt bist. Der eine, der schafft ohne Probleme direkt am Anfang, ohne Training, 20 Minuten am Stück. Beim nächsten ist nach 5 Minuten vielleicht schon Schluss. Ein anderer läuft vielleicht sogar schon 40 Minuten am Stück ohne Pause. Und davon hängt natürlich ab, wie oft du trainieren kannst, wie weit du trainieren kannst und auch wie schnell du trainieren kannst. Das heißt, erstmal checken, wo stehe ich jetzt? Und dann einen Plan machen, wie du dich von da ab weiterentwickeln kannst. Orientierung ist immer 2 bis 3 Mal Training pro Woche, ist für einen Einsteiger eine gute Sache. Damit findest du den perfekten Mix aus guter Belastung, aber eben keine Überlastung. Und dann eben von Woche zu Woche immer so ein bisschen mehr machen. Ein bisschen länger, ein bisschen schneller. Aber eben nicht zu viel auf einmal wollen. Läufer haben die Tendenz dazu, sehr ehrgeizig zu sein. Und da muss man sich eben manchmal ein bisschen zurücknehmen. Gerade beim Einstieg ist weniger oft mehr. Für deine allerersten Laufeinheiten solltest du einen möglichst flachen und ebenen Untergrund wählen. Da fällt dir das Laufen am leichtesten und du kriegst am besten ein Gefühl fürs Laufen. Mit dem richtigen Laufschuh ist es relativ egal, auf was für einem Untergrund du läufst. Es ist überhaupt kein Problem, wenn du in der Stadt wohnst, auch komplett nur auf Asphalt zu laufen. Der richtige Schuh dämpft die Stöße weg und du kannst da auch als Laufeinsteiger ganz beruhigt loslegen. Natürlich kannst du übrigens auch auf dem Laufband mit dem Laufen anfangen. Kein Thema, ja? Wenn du lieber irgendwo im Fitnessstudio oder sonst wo, vielleicht sogar zu Hause dein eigenes Laufband hast, dann mach da deine ersten Laufversuche. Kein Problem, geht genauso gut. Eine der Sachen, warum Laufen so großartig ist, ist, dass du es prima alleine machen kannst, aber natürlich auch in der Gruppe. Wenn du jemanden findest, der eine ähnliche Pace läuft wie du, der auch locker ist und vielleicht sein Tempo deinem Einsteigertempo anpassen kann, dann ist das ein absoluter Motivationsbooster. Wenn man sich gemeinsam verabredet zu festen Trainingszeiten, weiß, dass der andere auf einen wartet, dann fällt einem das Laufen viel, viel leichter. Auch beim Laufen gibt es natürlich verschiedene Techniken. Du kannst theoretisch auf dem Vorderfuß aufsetzen und dich dann abdrücken, auf dem Mittelfuß oder auf dem ganzen Fuß aufsetzen und dich dann abdrücken oder du rollst komplett über die Ferse und dann über den ganzen Fuß ab. Ich empfehle dir allerdings beim Laufeinstieg überhaupt nicht darauf zu achten, wie du die Füße aufsetzt. Mach einfach das, was dein Körper dir vorgibt, denk nicht drüber nach und du läufst so automatisch so, wie es für dich richtig ist.
Auch beim Atmen gilt, dass du dich am besten überhaupt nicht darauf konzentrieren solltest, was du machst. Der perfekte Atemrhythmus stellt sich ganz von selbst ein. Wenn du ein bisschen schneller läufst, wirst du auch automatisch ein bisschen schneller atmen. Ganz klar. Von daher, Atmen ist das Natürlichste der Welt und du wirst sehen, das funktioniert ganz von allein. Um Seitenstichen vorzubeugen, solltest du darauf achten, wann du vor dem Training was gegessen und getrunken hast. Manche Leute sind da einfach ein bisschen empfindlicher und reagieren dann, zum Beispiel, wenn sie vor dem Laufen noch besonders viel trinken, darauf mit Seitenstichen. Das findet man allerdings relativ schnell selber heraus. Wenn es zu Seitenstichen kommen sollte, gibt es folgenden Trick. Du machst einfach eine kleine Gehpause, nimmst die Arme nach oben, lässt sie dann nach vorne fallen und atmest richtig tief aus. Das machst du 3-4 Mal und dann probierst du, ob die Seitenstiche vielleicht schon weniger geworden sind und versuchst langsam wieder in deinen Laufrhythmus reinzufinden. Ein weiterer Trick, mit Seitenstichen umzugehen, ist, dass du versuchst, an der entsprechenden schmerzenden Stelle die Seitenstiche leicht rauszumassieren. Auch das hat bei mir schon ganz, ganz oft funktioniert. Und dann wirst du sehen, kannst du in den meisten Fällen relativ schnell wieder ganz entspannt und locker weiter joggen. Grundsätzlich ist es so, dass Seitenstiche tatsächlich ein Phänomen ist. Ja, das tritt einfach häufig bei Laufeinsteigern auf. Ist so. Aber wenn du regelmäßig weiter trainierst, wirst du irgendwann feststellen, hey, das kommt immer seltener vor mit diesen Seitenstichen. Und dann läufst du auf einmal 2-3 Wochen und hast nicht ein einziges Mal Probleme damit gehabt. Wunderbar. Zum Cooldown empfehle ich erstmal einfach tief durchzuatmen, langsam runterzufahren und dann vielleicht ein paar leichte Dehnübungen zu machen. Man muss nicht bei jedem Training dehnen und stretchen, aber ab und zu schadet das nicht. Am besten erstmal anfangen mit der Wadenmuskulatur, Bein nach hinten anstellen, Füße zeigen parallel nach vorne, dann die Hüfte nach vorne schieben und leichte Dehnung in der Wade erzeugen. 20 bis 30 Sekunden, jede Seite, ganz klar, ja, immer mal wechseln. Dann auf jeden Fall auch, für Läufer wichtig, Oberschenkel-Vorderseite. Machen wir zum Beispiel, indem wir uns kurz hier festhalten oder auch einbeinig einfach stehen, ans Sprunggelenk greifen und hinten die Ferse an den Popo ziehen. Dabei darauf achten, dass das Knie nicht zu weit nach außen ausweicht und dann wieder eine leichte Dehnung hervorrufen. Wieder 20, 30 Sekunden. Andere Seite das Ganze nochmal. Wunderbar. Ja, immer darauf achten natürlich, dass man das mit beiden Seiten eben macht. Und dann auch nochmal die Rückseite der Beine nicht vergessen. Zum Beispiel, indem man das Bein ein bisschen hochlegt. So, bitte kein gestrecktes Bein hier, sondern leicht gebeugt. Und dann etwas den Oberkörper nach vorne lehnen. Dadurch bekommst du eine Dehnung in dem hinteren Bereich, ne, des Oberschenkels. Hier, auch da Seitenwechsel, wunderbar, andere Seite. Jeweils, wie gesagt, ich mache es ein bisschen zu schnell. Und dann ist es damit auch schon gut gewesen. Allerwichtigste und letzte Übung ist folgende. Du bist laufen gegangen. Jetzt klopf dir gerne einmal selber auf die Schulter und belohne dich für deine erfolgreiche Einheit. Wenn du schon ein bisschen mehr Laufroutine gefunden hast, dann versuch gerne auch mal eine Strecke auszuprobieren, wo es ein bisschen hoch und runter geht. Bergauf etwas kürzere und kleinere Schritte machen, bergab ruhig auch ein bisschen rollen lassen. Bitte als Laufeinsteiger nichts, wo es wirklich sehr steil bergauf und bergab geht, denn das ist wirklich eine unnötige Belastung in dem Fall. Ansonsten ist es aber so, dass wirklich die ganze Welt unser Trainingsgelände ist. Egal wo du wohnst, jede Laufstrecke, so unterschiedlich sie auch sein mag, bietet dir die Möglichkeit, verschiedene Trainingsreize zu setzen. Und das ist genial, das bietet das Laufen. Egal wo du bist, du hast dein Trainingsgelände immer um dich rum. Großartig. Wenn du die Chance hast, ist es prima, als Läufer auch bei den Untergründen zu variieren. Lauf ab und zu auf Asphalt, aber gerne auch auf zum Beispiel Feldwegen oder auf Waldwegen. Ganz besonders natürlich Waldwege mit irgendwie Kiefernadeln oder sowas. Wunderschön, auch die Luft ist da ganz, ganz prima. Aber auch zum Beispiel mal so ein Wiesenweg ist eine klasse Sache. Denn gerade bei Wegen, die nicht ganz eben sind, hat man immer so eine leichte Bewegung zusätzlich im Fuß. Das heißt, der Fuß muss immer mal wieder ein bisschen ausgleichen, wackelt so ein bisschen hin und her. Dieses Wackeln stärkt aber auch gleichzeitig natürlich die Fußmuskulatur. Von daher ist das eine schöne Sache, wenn man auch bei den Untergründen häufiger mal was Verschiedenes ausprobiert. Ein ganz einfaches Tool, das ich dir ans Herz legen möchte, wenn du an deiner Technik arbeiten möchtest, ist der sogenannte Steigerungslauf. Das ist super, super simpel und das kriegt man hin als Einsteiger und auch als Fortgeschrittener,
ohne dass man externe Hilfe dazu benötigt. Funktioniert folgendermaßen: Du suchst dir eine Strecke aus, in etwa 100 Meter lang, möglichst ebener Boden, möglichst flache Strecke. Und dann läufst du erstmal in einem ganz, ganz langsamen Tempo los, erhöhst dann sukzessive die Geschwindigkeit, sodass du nach etwa 50 Metern bei 80% deiner maximalen Sprintgeschwindigkeit bist. Ob das jetzt 70% oder 90% deiner Sprintgeschwindigkeit sind, das ist egal. Hauptsache, du sprintest nicht richtig, denn wenn du richtig sprintest, dann verkrampfst du, dann arbeitest du zu sehr im Oberkörper und das möchte ich an der Stelle nicht. Ich möchte, dass du diesen Steigerungslauf als Techniklauf nimmst und bei 80% Sprintgeschwindigkeit läufst du immer noch locker. So, also, Anfang ganz, ganz langsam, Geschwindigkeit erhöhen. Nach 50 Metern hast du etwa 80% deiner maximalen Sprintgeschwindigkeit. Diese 80%, die behältst du für weitere 30 Meter bei. Ja, also 30 Meter bei 80% laufen und dann wieder langsamer werden, auslaufen. Das ist ein Ding, das dazu führt, dass du etwas längere Schritte machst, dass du ein bisschen dynamischer läufst, dass dein Abdruck sich optimiert und besser wird, stärker wird, ohne viel Aufwand. So einen Steigerungslauf kannst du beispielsweise ein- oder zweimal pro Woche nach einem lockeren, normalen Dauerlauf machen. Einfach Steigerungslauf, die 100 Meter zurück wieder gehen, noch einen Steigerungslauf, wieder 100 Meter zurückgehen und noch einen Steigerungslauf. Wunderbar, das ist aus meiner Sicht alles, was du an Techniktraining für dich brauchst. Ich persönlich bin ein großer Freund davon, auch als Laufeinsteiger die sogenannte Dauermethode unbedingt auszuprobieren. Sprich, wirklich mal schauen, wie lange kommst du denn am Stück ohne Pause? Schaffst du schon 20 oder 30 Minuten vielleicht? Vielleicht sogar noch mehr, vielleicht sind es auch nur 10. Ganz egal. Aber dieses Gefühl, dass man eine gewisse Strecke ohne Pause schafft, das ist extrem gut und das motiviert enorm zum Weitermachen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Methode, mit sogenannten Tempowechseln zu arbeiten. Als Laufeinsteiger kann das Folgendes sein: Du gehst eine Minute, du läufst eine Minute ganz, ganz langsam, du gehst eine Minute, du läufst eine Minute ganz, ganz langsam. Und das vielleicht 5-mal, vielleicht auch schon 10-mal, je nachdem, wie fit du eben schon bist. Das ist eine Sache, die auch dafür sorgt, dass du besser wirst. Und wenn du schon eine Weile dabei bist, dann kannst du das Ganze noch abändern, indem du eben statt Gehpausen einfach da langsamer läufst und in den anderen Phasen etwas schneller läufst. Das heißt, du läufst eine Minute ganz, ganz langsam, eine Minute etwas schneller, eine Minute ganz, ganz langsam, eine Minute etwas schneller. Was dabei, welches Tempo ist, das findest du relativ schnell heraus. Beim ersten Mal, ja, wo du vielleicht mit so Tempowechseln arbeitest, verschätzt du dich eventuell. Das heißt, du läufst vielleicht die schnellen Stücke einfach zu schnell und bist dann außer Atem. Aber ein Gefühl dafür, was für dich richtig ist, bekommst du relativ schnell. Probier es einfach mal aus. Nimm dir das vor, heute eine Minute schnell, eine Minute langsam, eine Minute schnell, eine Minute langsam. 5-mal das Ganze. Und dann weißt du ungefähr, wo deine etwas schnellere Pace liegt und wo deine ganz langsame Pace liegt. Wie du bei so einem Tempowechsel deine verschiedenen Geschwindigkeitsbereiche einzuteilen hast, findest du am besten selber heraus. Probier das aus, sag einfach, okay, das ist jetzt mein langsamer Teil, den laufe ich wirklich wieder sehr, sehr langsam. Und jetzt bei dem schnellen Teil versuche ich, ja, deutlich schneller, aber nicht super schnell zu laufen. Sondern nur so, dass wirklich ein Unterschied zwischen langsam und schnell zu spüren ist, aber kein Riesenunterschied. Beim ersten Mal, wo du das ausprobierst, wird das vielleicht noch nicht hundertprozentig klappen. Da bist du vielleicht einfach beim schnellen Teil zu schnell und merkst dann, boah, das war nichts, jetzt bin ich K.O. Das ist völlig okay. Man muss sich an diese verschiedenen Geschwindigkeiten auch einfach erstmal gewöhnen und beim nächsten Mal bist du schon wieder ein bisschen schlauer und ein bisschen fitter und weißt, was dir gut tut. Tempowechsel führen übrigens auch dazu, dass du relativ schnell Fortschritte machst mit deinem Training. Ja, wer immer nur in der gleichen Geschwindigkeit und vielleicht sogar die gleiche Streckenlänge läuft, der entwickelt sich irgendwann nicht mehr weiter. Wenn du variierst, wenn du schnelle und langsame Trainingseinheiten einbaust oder vielleicht sogar innerhalb eines Trainings zwischen langsam und schnell wechselst, dann wirst du merken, wie nochmal ein richtiger Leistungsschub kommt. Eine besondere Methode zwischen diesen Tempi zu wechseln ist das sogenannte Fahrtspiel. Da ist es wirklich so eine spielerische Form des Tempotrainings. Wechselst du einfach ganz nach Gefühl zwischen langsam und schnell. Das heißt, du läufst erstmal los, 10 Minuten, ganz normal, erstmal aufwärmen, erstmal reinkommen und dann suchst du dir beispielsweise in der Entfernung einen Baum, bis zu dem du etwas schneller läufst.
Wähle dabei deine Geschwindigkeit so, dass du an diesem Baum immer noch genug Luft hast, um danach locker weiter zu joggen. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Puls wieder ein bisschen runtergekommen ist, dann suchst du dir vielleicht eine Parkbank aus, bis zu der du wieder die Geschwindigkeit etwas erhöhst. Nach der Parkbank weiter traben, ganz locker joggen. Und dann wieder. Und wieder schnell, wieder langsam, wieder schnell, wieder langsam. Und das machst du vielleicht bei deiner ersten Einheit insgesamt eine halbe Stunde lang, wo du das ausprobierst. Irgendwann vielleicht auch sogar mal eine Stunde lang. Und auch da wirst du merken, schnelle Fortschritte sind eine klasse Sache und die stellen sich dadurch ein. Klasse, dass du dir unser Video zum Laufeinstieg angesehen hast. Freut mich sehr, finde ich prima. Wenn du noch Bock auf weitere Videos zu den Themen Gesundheit und Fitness hast, dann findest du die hier auf diesem Kanal.